Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Inner World. The Inner World. The Inner World. Ja, auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge alles für das Leibchen zusammengesucht, dem Schneider gegeben. Wir haben einen Basilenangriff erlebt und haben jetzt das Leibchen und werden jetzt mit der Asposierin reden und feststellen, was sie uns so sagen kann. Gut, Ich habe es geschafft. Ein Leibchen aus echtem Erdbeergarn. Die kleine Conroy wird es jetzt schön warm haben. Meine Güte, das war ein Scherz. Hast du jetzt wirklich ein Leibchen aus Erdbeergarn gestrickt? Ich fasse es nicht. Wenn ich Gold gesagt hätte, hättest du dann Gold besorgt? Mist, ich hätte Gold sagen sollen. Aber das Baby hat doch darauf bestanden. Es ist ein Baby. Es kennt den Unterschied zwischen seinem Zeh und seiner Nase nicht. Wo finde ich denn jetzt Laura? Die Straße runter ist das Mechater. Versuch es mal dort. Okay. Versuchen? Ich dachte, ihr wüsstet ganz genau, wo ich... Hey, ich konnte ja nicht ahnen, dass du tatsächlich Erdbeergarn anschleppst. Sie wird schon da sein. Geh sie lieber schnell suchen, bevor sie wieder abhaut. Okay. Danke. Im Mechater also. Na dann, ich hätte sagen sollen, dass das Baby ein Haus braucht. Ich hätte Haus sagen sollen. Verdammt. Scheiße war's. Na gut, mal sehen, was wir erfahren werden jetzt. Wow, wie schön. Das hier ist also der Ort der Kunst und... Oh, ich glaube, das Stück fängt an. Das ist der kleine Finus. Zusammen mit seinen Eltern lebte er ein genügsames und glückliches Leben. Jeden Tag gingen sie zum Windbrunnen, um die Götter mit einer kleinen Gabe milde zu stimmen. Doch eines Tages waren Finus' Eltern der Meinung, dass sie keine Gaben entbehren könnten. Das mögen die Windgötter aber gar nicht. Tja, kleiner Finus, deinen Eltern war es offenbar nicht so wichtig, dich aufwachsen zu sehen. Damit es dem kleinen Finus nicht so ergeht wie seinen Eltern, muss er auf Conroy hören. Der Weiseste unter den Asposern hat nämlich jede Menge gute Tipps und Ratschläge, wie man sich mit den Windgöttern gutstellen kann. Wie jeden Tag beten hilft. Auch sehen es die Basilen gerne, wenn ihr Volk bescheiden lebt und keine Ansprüche stellt. Und nicht die kleinen Gaben vergessen. Machen auch sie es wie Finus. Leben sie so, wie es den Göttern gefällt. Und fragen Sie sich im Zweifelsfall einfach, was würde Conroy tun? Das war spannend. Moment mal, auf der Bühne liegen ja Federn. Das war ganz schön. Aber halt sehr... Ja, sehr... Seltsam. Ich komme später nochmal drauf zurück. Federn. Das kann nur eins bedeuten. Entweder die Taubendiebin ist hier irgendwo, oder hier ist jemand mit einer Taubenfederboa gestolpert. Wahrscheinlich über die Ritzen hier im Boden. Ach, kann ich wieder? Ich habe schon eine Feder. Na dann. Geht hier hinten noch irgendwas? Nee. Hier ist auch nichts mehr. Bühne. Hallo? Die Bretter, die die Welt bedeuten. Ah, okay. Plötzlich habe ich Lust, auf meiner Nase Flöte zu spielen und dabei zu singen und zu tanzen. Ach, los. Plötzlich habe ich und dabei Falltür anschauen. Diese Ritzen im Boden sehen nach einer Tür aus. Ich bekomme diese Falltür so nicht auf. Haben wir irgendwas? Das wird nicht klar. Ja, gut. Gut, gehen wir noch mal hier zum Saal.
schauen noch mal, was wir hier so machen können. Okay. Dann denke ich, wird das hier, sieht aus wie so ein Minigame quasi. Ein Schaltpult. Eine Tür. Da ist eine Tür im Pult. Können wir die Tür öffnen? Das Fach ist leer. Okay, ein leeres Fach. Ein Drehbuch. Ah, da steht, wie das Stück abläuft. Oh, ich sehe es kommen. Gut, ich hoffe, ich werde nicht verzweifeln. Conroy, unser Beschützer. Okay, also. Das zurück? Nee. Aber vor. Also dann, okay, dann ist der Junge hier beim Windbrunnen mit seinen Eltern. Die geben da Zeug rein. Aber dann haben sie nichts mehr. Und die Basylen kommen. Zwar wahrscheinlich hier. Versteinern die Eltern, der arme Junge. Und dann, ja, man soll halt auf Conroy hören. Denn, ja, beten und so, halt nett sein und ein auf Ansprüche verzichten und das so war. Und dann, ja. Dann ist alles gut. Hier wird dieser Daumen hierhin gemacht und der Daumen soll umgedreht sein, okay. Und das war's Ende. Na gut. Dann. Was ist das denn? Können wir dann den Schaltpult benutzen vielleicht? Mal schauen. Ah ja, okay. Okay, Kulissen mit Hebel einstellen. Kulissenart mit Rad einstellen. Weiterspielen. Okay. Na gut. Genau. Oh Scheiße, es sieht übelst. Warte. Halt, stopp jetzt. Ich bring, glaube ich, gerade alles durcheinander. So. Ändert sich mir jetzt was? Also erst war es ja, hier der kleine Junge und seine Eltern. Schauen wir uns das hier mal an. Nur verstehe ich irgendwie nicht. Wir brauchen hier. Nein. Hier weiter drehen. Wir brauchen. Nein, achso. Man muss einfach klicken. Okay. Hier, das brauchen wir. Wie kriege ich denn hier den scheiß Conroy wieder weg? Hm.
Hey, wie krieg ich denn? Okay. Eine Loge. Da oben dürfen nur die einflussreichsten Asposa Platz nehmen. Momentan scheint da ein Obdachloser zu wohnen. Ich lasse ihn lieber schlafen. Na gut, lass ihn schlafen. Nee, da wollten wir jetzt nicht hin. Das nochmal hier versuchen. Schade, dass das nicht resettet wird. Wie war das hier? Okay, du musst Laura das Mädchen mit der Taube finden. Finde den Zugang zu Lauras Versteck. Das ist das, was wir jetzt zurzeit machen. Ich möchte es hier nochmal anschauen, alles. Genau, und dann brauchen wir. Dann brauchen wir. Das hier. Nein. Hier, das brauchen wir. Und jetzt dürfte sich doch eigentlich hier. Ach Mann, was ist das denn? Ach Mensch, 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 Mensch. Wir brauchen doch eigentlich hier das vielleicht. Ich bin total verwirrt. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Ich muss wahrscheinlich dieses Drehbuch abspielen. Da war die erste Szene ja der kleine Junge. Und so quasi. Ich versuche das jetzt nochmal anders. Also das hier. Jetzt drehen wir das mal weiter. Und brauchen hier. Genau. Das hier war das. Okay, und jetzt. Ach Mensch. Irgendwie ein gruseliges Bild. Nein, da setze ich mich nicht hin. Ich habe ja keine Eintrittskarte. Ja, aber du hast das Drehbuch. So, geht hier noch was? Die Logen sehen etwas ramponiert aus. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Na dann werde ich einfach noch weiter probieren. Das wäre die erste Szene. Der kleine Junge und seine Eltern. Dann.
brauche ich das hier und den Windbrunnen. Nein, das hier. Okay. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was das Ganze soll. Na gut. Ich würde sagen, wie wir in das Versteck kommen und was uns das Ganze hier bringt, wie wir hier weiterkommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, ich weiß nicht, wie das abläuft. Ich werde das mir einfach nochmal angucken. Gut, wir werden das dann sehen. Ich wünsche euch noch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.